sagen, es ist Weihnachten und sehr herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir haben den 1. Dezember. Yesi. Wir machen Adventskalender auf. Endlich ist es soweit. Ich darf meine Adventskalender auspacken, die hier stehen. Und ich habe hier 5 an der Zahl, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 5 an der Zahl. Ich habe von Müller den Aveo Adventskalender von diesem Jahr und den von letzten Jahr. Ja, ich habe mich verkauft. Da hatten sie den von dieses Jahr noch nicht. Deswegen habe ich den vom letzten Jahr einfach mitgenommen, wo ich dachte, ja, das ist der. Nein, ist er nicht. Aber wir können jetzt vergleichen, welcher ist denn besser, von diesem oder vom letzten Jahr. Und dann habe ich mir gegönnt einen Douglas Adventskalender. Den habe ich noch nie gehabt. Dann habe ich den Avon Adventskalender gewonnen. Da freue ich mich sehr drauf. Und wo ich mich am meisten drauf freue, ist der Tausch-Adventskalender mit der lieben Jasmin. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Infobox. Ne? Die zeigt nämlich täglich ihren Auspackwahn auf ihrem Instagram-Account. Und ich habe hier eine wunderschöne Karte schon mal bekommen. Ja, natürlich. Frohes Fest. Sehr schön, ne? Mit den Sternchen drauf, rot. Rot passt halt immer zu Weihnachten. Hallo, mein Herzblatt. Ich wünsche dir eine besinnliche Adventszeit. Hoffentlich kann ich deine hübschen Augen zum Strahlen bringen. Naja, geschminkt habe ich sie ja schon mal hübsch. mir waren leider die Hände gebunden und ich wurde in Rossmann eingesperrt. Liebe Grüße an alle. Wir hatten nämlich das Thema des... Also Jasmin musste beim Rossmann alles für mich holen und ich war bei Müller. Ich habe allerdings auch 2-mal geschummelt. Da habe ich nämlich was Schönes gefunden. 3-mal geschummelt beim auch Rossmann und beim Lidl. Asche über mein Haupt. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Aveo Advent... Oh, guck mal, ich habe den noch gar nicht aufgemacht. Ich denke, Aveo Adventskalender von frohes Jahr. Ja, der ist ein bisschen größer, ne? Ja, ich habe den noch nie gehabt. Ich habe ja sonst immer Balea gehabt und Isana. Wollte den aber mal ausprobieren. Und wir machen jetzt die 1 auf. Ist auf jeden Fall alles aus Pappe. Das ist schon mal wegen der Nachhaltigkeit doch gut, ne? So, hier haben wir drin ein Dusch. Oh, ja, und deswegen machen wir dann alles auf. Nein. Ein Duschgel ist hier drin. Ja, finde ich schön. 50 Milliliter. Aveo Duschgel Ingwer Cookies. Was ist das denn hier für eine Feder? Auch guck mal, mit so einem... Mit einem Lebkuchenmann drauf. Wir gucken jetzt mal, wie dies so riecht, ne? Okay, das ist sehr fruchtig. Ingwer-Cookies? Also ich würde sagen, Zitrone. Vielleicht ist auch schon schlecht. Nein. Ja, doch, Ingwer. Ja, aber Cookies, nein. Aber Ingwer? Ja, aber finde ich einen sehr schönen Duft. Allerdings etwas frischer. Also es ist jetzt nicht so süß schwer. Aber finde ich schon mal richtig gut. So, dann kommen wir doch zu dem Advea. Mein Gott, ich hätte die Folie nicht drum weggemacht. Ich habe es vergessen. Aber ich habe eine Schere hier. So, und dann hatten sie den, den ich auch haben wollte. Und dann habe ich mir den aber dann online bestellt und habe ihn dann bei Müller abgeholt. Wir haben ja Müller bei uns an der Arbeit. Und wir lassen ihn jetzt einfach mal gegeneinander antreten. Ist auch mal interessant, ne? So, dann haben... Oh, ich glaube, hier löst sich alles innen drin. Ich weiß es aber nicht. Okay. Es ist sehr locker. Es ist sehr locker. Hier unten haben wir die 1. Hier unten. Sehr, sehr locker. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Ist eben fast alles dieselbe Größe. Ah, ist aber auch alles wieder aus Pappe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich stell dich mal wieder da unten hin, du kleines. Kleines, großes Teilchen. Meine Güte. Ja, was haben wir denn hier drin? Eine Bodylotion. Okay. Limited Edition mit Mandelmilch, wertvollen Marulaöl und Shea Butter. Ich habe gerade gedacht, was ist das hier auf meinen Hand, auf meiner Hand? Warum bin ich da so rot? Ich habe da diesen Lippenbooster drauf gemacht. War keine gute Idee. So, schauen wir mal.
Oh ja, das ist ein richtig schöner Duft. Ach, guck. Doch, gefällt mir. Doch. Mit Mandelmilch. Und die kriegst du auch leer, ne? 50 Milliliter. Also ich finde jetzt beide gut. Wohin tendiert ihr hier? Das ist der von voriges Jahr und das ist der von diesem Jahr. Ja. So, mal. So, wir nehmen jetzt hier meinen Douglas Adventskalender und ich habe mir diesen hier bestellt. Den Make-up Adventskalender. Ja, und der sieht ja wunderschön aus von innen. Ne? Ich habe mir den natürlich auch vorher angeguckt bei der Claudi und war da begeistert. Und ich wollte halt nicht so einen teuren, sondern einen bezahlbaren. Und der war für mich bezahlbar. Ich denke, etwas 32 Euro oder so. Das ist auch völlig okay, ne? Also da muss ich nicht hunderte von Euros ausgeben. Und wir fangen dann mit der 1 an. Natürlich, womit auch sonst? Hey! So, und fangen damit. Ja klar, hat man sich alles schon angeguckt, ne? Aber man vergisst auch wieder. Die Menschen vergessen schnell. So. Ein Lippi haben wir hier drin und guck mal, was für ein. Fühlt sich sehr billig an, ja, ist auch sehr leicht, aber ich finde, macht schon was her, ne? Haben wir da irgendwas draufstehen? Satin Kiss Nude Beige. Oh, schön. Also eine schöne, schöne Farbe. Da kannst du jetzt nicht meckern. Natürlich werde ich den behalten, deswegen swatchen wir den. Ach, guck mal. Der ist aber schön, ne? So rötlich-braun. Ja, eine wunderschöne Farbe und eine tolle Nummer 1. Also da kannst du jetzt nicht meckern, ne? Sieht auch wunderschön aus. Ja, also bis jetzt hat mich die 1 noch nicht enttäuscht. Wollen wir mal gucken beim Avon Adventskalender. Der ist super schwer und den habe ich ja gewonnen, ne? Ich habe mir einen Keks gefreut. Gut, es kann natürlich sein, ich drehe das jetzt hier vor, ne? Und da kann natürlich sein, dass ich vielleicht noch einen gewinne, aber den mache ich dann auf Instagram auf. Kann ich alles sagen. So. Oh, wow. Guckt mal. Gut, für 99 Euro finde ich jetzt schon schade, dass es irgendwie kein Klippchen, nee, dass es kein Boxen-Adventskalender ist. Aber gut, dann würde ich jetzt den auch gehen Abbruch, ne? Wir machen jetzt die 1 auf und ich bin so gespannt, was da alles so drin ist. Weil den habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Oh, okay. Wir haben einen Lippi auch hier drin. Also, er ist wunderschön gemacht, ne? Schön bunt. Oh, also, ihr seht, ihr habt hier täglichen Content um 18 Uhr, das ein bisschen länger dauert, ne? Wir haben hier auch einen Lippi drin. Marvelous Mocha. Avon Ultra Matte Lipstick. Okay, wir machen den jetzt mal auf. So, oh, der ist aber von außen her schon sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an Erwachsenenspielzeug. So, ja, von der, also, mein Gott, hier von der Struktur her. So, da haben wir, ach, guck mal. Ha, da haben wir auch so eine Farbe drin. Wir swatchen die jetzt mal nebeneinander. Ja. Der eine ist schimmernd und der andere ist matt. Wir werden jetzt mal hier von Avon den Matten. Oh, der ist aber auch schön. Das ist jetzt der Avon, ne? Und das ist der von Douglas. Ach, guck mal, die nehmen sich fast gar nichts, ne? Der ist nur Nuance, glaube ich, dunkler. Aber schön und auch samtweich und ein bisschen schimmernd. Also, ich kann jetzt echt bei der Nummer 1 hier überhaupt gar nicht meckern. Ich finde das geil. So, und jetzt kommt Jasmins Adventskalender. Yay! So, mal eben hier die Swatches wegmachen, bevor ich hier alles voll schmiere. So sieht die 1 aus. Ne? Wir haben hier so ein Schnippi. Ich glaube, den Schnippi, den nehme ich mal hin. Den Schnippi, den tue ich mal hier an meine Regale. Und dann schauen wir doch mal, was die 1 mir so bringt. Ah, fängt schon sehr gut an mit Schokolade. Einmal, ach ja, ich liebe ja Milka-Schokolade und einmal hier so einen kleinen Eisbär-Schokolade. Und wir haben hier eine Kerze drin. Oh, die riecht aber gut. Dufti, Apfelzimt-Duftglas. Apfelzimt geht immer, Leute. Das ist so ein, ja, oh, so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dankeschön. Fängt richtig gut an. Ich liebe Duftkerzen. Und die gehen wirklich immer. So, also
Leute, was soll ich sagen? Haut euch rein und schaut mit mir an. Oder? Ja, genau. Also Nummer 1, spitzenmäßig, freue mich. Bis auch morgen die 2. Macht euch noch einen schönen Abend.